Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserer heutigen Friedensmeditation. Wir haben uns schon gefreut, wir hatten es auch sehr lustig hier. So, ich gebe das Wort erstmal an Edwin. Ja, ich freue mich, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, jetzt hier bei der Meditation für den Wandel zur neuen Zeit, in die neue Zeit, dass ihr da mit dabei seid. Und ich danke auch für eure Bereitschaft, dies zu tun. Und diese Bereitschaft ist was ganz Wichtiges, weil alle, die heute mit zugeschalten sind, von nah und von fern, vorhin mit den Kanadiern gesprochen, also nochmal ein Gruß an Ursula und Peter, also es geht auch bis über den Teich, wir sind schon eine sehr große Gemeinschaft und es freut mich auch. Und umso wichtiger ist natürlich auch, dass ihr eure geistige Kraft, die in euch inne ist, das ist ja eine ganz andere Kraft wie von den Menschen, die, ich sage jetzt mal, in der 3D-Welt leben, die ihre Masken tragen, die hin und her gescheucht werden. Das sind die Menschen, für die steht im Moment ihre Welt auf dem Kopf, ja, das merkt man ja auch. Und die haben ein bisschen Hektik und Stress gerade. Und was sie natürlich auch nicht haben, ist eine Zukunftsvision. Und auch wir mit euch zusammen sollten auch eine Zukunftsvision haben, dass du dir selber darüber im Klaren bist, was möchte ich eigentlich für mich haben, was wünsche ich mir. Und das sollte so spontan in deinem Herzen sein, boah, ich wünsche mir Glückseligkeit wie von Lord Krishna. Weil alles das, was du denkst, weil du ja schon eine geistige Kraft, und zwar eine enorme geistige Kraft hast, das ist wichtig, was du denkst. Und deswegen solltest du dich auch nicht zu sehr verstricken lassen in die Themen der 3D-Welt, was gerade hier so abläuft. Ist es wichtig, dass man informiert ist, klar, aber man soll und man braucht auch nicht in das eine oder andere Thema zu sehr eintauchen. Ich wünsche mir schon, dass wir auf dem Laufenden sind, dass wir wissen, was in der Welt im Außen passiert, dass wir dementsprechend dann geistigerweise, spirituell dementsprechend reagieren können. Ja? Und doch ist es wichtig, dass man nicht zu viel auch jetzt von in den alternativen Medien sich Dinge anschaut, die eventuell natürlich auch wahr sind, aber die auch ein bisschen schrecklich sind. Und wenn sie dann dein System die ganze Nacht durcheinander bringen und du dann nicht schlafen kannst, und dann ist deine geistige Kraft eben auch nicht zentriert auf eine lichtvolle Vision. Und diese lichtvolle Vision, die wollen wir ja leben. Das heißt, das ist ja auch der Wunsch, den wir haben. Den Wechsel in die neue Zeit, den Wechsel. Den Aufstieg von Mutter Erde in die fünfte Dimension darf auch noch höher sein. Und das Herabsteigen der goldenen Städte, der Erleuchteten hier auf die Erde, hier in diesen Bereich hier rein, in diese Dimension. Wie auch immer das geschehen darf, man macht sich da ja immer so Gedanken, wie geht das, wenn dann jetzt plötzlich eine goldene Stadt auf der Wiese ist? Ja, das kann man sich ja so vorstellen. Was sagen dann die anderen? Was sagt der Bauer, wenn er da nicht mehr mähen darf, wenn jetzt da Jesus Christus eine goldene Stadt runtergesenkt hat? Aber das sind doch jetzt im Prinzip schon die schöneren Gedanken, dass wir uns dann so Gedanken machen. Also eine lichtvolle Vision. Und wenn dann die goldenen Städte ihre Tore öffnen, dann lacht sogar der Bauer, wenn so eine Stadt dann auf seinem Feld steht. Also ihr dürft einfach mal so in diese Energien reingehen und die sind nicht so spielerisch oder nicht so kindlich, sondern das ist die Realität, die kommen wird, wenn Jesus Christus sagt, mein Reich kommt hier auf die Erde, das Reich Gottes senkt sich herab auf die Erde, das himmlische Jerusalem, das ist ja nur eine der goldenen Städte, die hier kommen wird. Und es kommen viele Licht- und Sternengeschwister, die dann ebenfalls noch mit dabei sind. Also diese Vision der Freundschaften, der neuen Freundschaften, die entstehen können. Und dann braucht ihr auch um diese alten sogenannten Freundschaften, die sich dann eben dann wirklich gezeigt sind, ob sie wahre Freunde sind oder ob sie noch im alten System bleiben wollen. Und dann sind es ja auch keine richtigen Freunde, ja, wenn sie das überhaupt nicht verstehen wollen, worum es jetzt dann tatsächlich geht. Es würde ja auch um ihren eigenen Aufstieg gehen, es geht ja auch um ihre eigene Seele. Aber vielleicht nicht bei den Menschen jetzt in diesem Leben. Vielleicht machen sie auch einen guten spirituellen Schritt. Aber wir können uns nicht zu sehr auch in diesem Feld der Menschen, die gerade noch so hin und her gehen,
aufhalten, wir können ihnen einmal Licht und Liebe schicken, aber auch mit ihnen nicht verstricken. Auch wenn sie uns emotional nahe stehen, zum Beispiel ein Partner, oder familiär nahe stehen, dass du den oder diejenigen jeden Tag siehst und du merkst, es gibt immer heftige Diskussionen, kein ruhiges Abendessen mehr, ja, dann zentriere deine Kraft und lass dich nicht auf so endlos Diskussionen ein, die dann nichts mehr bringen. Dann ist es besser, denen Licht und Liebe zu schicken. Und deine Zeit für das Gute zu verwenden. Also deine lichtvolle Vision, so wie ich vorhin schon gesagt habe, in Verbindung gehen mit Glückseligkeit. Allein der Gedanke Glückseligkeit. Dann kommt Lord Krishna, dann kommt Buddha. Dann kommen die Avatare, auch die weiblichen Avatare der Glückseligkeit, ja. Und dann schmelzen auch die harten Männerseelen, die schmelzen dann weg, wenn diese erleuchteten Frauen kommen, die einfach den Aufstieg schon gemacht haben. Und dann sagst du, boah, also so eine Strahlkraft, so eine Liebe, so eine Göttlichkeit. Und dann öffnet sich das Herz und dann sagst du, ja genau, ich möchte diese göttliche Liebe auf der Erde haben, den göttlichen Frieden auf der Erde, das ist alles Vision. Ich möchte am liebsten jeden Tag harmonisch sein. Das ist Vision. Und das sollten wir uns auch immer in der Früh, wenn wir unseren Tag starten, vornehmen. Was wünsche ich mir für mich, für meine Freunde, für Mutter Erde, für Lady Gaia, für alle Menschen, die im Herzen sind und für alle Menschen, die noch ins Herz gehen wollen. Und dann hast du diese lichtvollen Visionen in dir und dann pulsiert dein Herz. Ja, das macht so richtig badadong, badadong und dann bist du in dieser Schwingung. Und weil du dann in dieser Schwingung bist, dann kommen natürlich automatisch mehr Engel, mehr Sternengeschwister zu dir. Dann bist du eben nicht alleine, sondern eben im All-Eins und dann bist du noch mehr gehoben. Ja, da fängst du dann schon halb zum Schweben an. Und diese Vision, also diese Konzentrierung, deiner lichtvollen Gedanken, ja, das, was sich deine Seele wünscht, so den Tag zu starten, das ist ganz wichtig. Und auch, wenn du in der Nacht schlafen gehst, dass du einfach mit guten Gedanken schlafen gehst, mit guten Worten, oder wenn du, sag mal, einen spannenden Film angeschaut hast oder wieder so eine Internetnachricht, die vielleicht ja auch stimmt, dann noch eine Meditation einlegen und auch wenn du müde bist, hör sie dir an und wenn du dabei einschläfst, dann ist es auch in Ordnung, weil dann schlafst du natürlich mit den Engeln und mit den aufgestiegenen Meister und Meisterinnen ein. Jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Ja, und eine, die in diesen goldenen Städten lebt und wohnt, das ist eine, die heute ihren Festtag hat, die heilige Hildegard von Bingen, ist heute genau der Festtag, 17. September. Es ist an einem solchen 17. September ist sie gegangen von der Erde, das heißt, wir würden sagen gestorben, und sie ist aufgestiegen. Doch bevor wir da eintreten bei der heiligen Hildegard, geht es noch darum, dass zu dieser neuen goldenen Zeit zählen auch die Licht-Devas. Es sind Dimensionen und Sphären des göttlichen Reichtums in der ganzen Schöpfung, die uns einfach glücklich machen. Und wir haben diese Dimensionen in das Reich der Märchen und Mythen verbannt, haben diesen Kontakt verloren, diesen Herzenskontakt. Diese Lichtdevas haben mich wirklich super überrascht jetzt in der Vorbereitung unseres Online-Seminars, das nächstes Wochenende, Samstag und Sonntag sein wird. Mit ihrer Präsenz, wenn sie mich da so immer in diese Dimensionen praktisch wie hineinnehmen, ja entführen, beziehungsweise diese Dimension zu mir bringen, dann bin ich so völlig eingehüllt von dieser Leichtigkeit, sowie mit lauter Flügeln umgeben, also wie Engelsflügeln umwoben, weil sie engelgleiche Wesen sind. Und sie haben alle ganz besondere Talente und Fähigkeiten, die sie uns übermitteln wollen und schenken wollen.
Und wir Menschen haben uns abgetrennt von diesen Reichen und damit auch von ihren Lichtgeschenken und ihren Möglichkeiten, die sie uns überreichen können. Sie haben aus dem Herzen Gottes besondere Vollmachten bekommen für die Schöpfung dieser Erde, für die Tier-, Pflanzenwelt, für die ganze Schöpfung, die uns umgibt, aber auch für uns. Und was sie uns da schenken können, das werden sie uns da am nächsten Wochenende ganz besonders intensiv vermitteln. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, dass ich in eine viel größere Selbstliebe eintreten durfte und in einen Raum von Geborgenheit und Geliebtsein, in den ich sofort jetzt immer eintreten kann. Also wenn ich so harte Meldungen im Außen der Welt bekomme, wie das Edwin gerade beschrieben hat, brauche ich nur in diesen Raum der Lichtdevas eintreten. Und es ist dann einfach wie sofort Urlaub. Also sich wie im Urlaub zu befinden, wie an einem Meeresstrand und sofort in dieser Schwingung. Und alles andere fließt im Augenblick ab. Also sie haben ganz große Möglichkeiten, uns zu begleiten, gerade in dieser Zeit. Ja, und jetzt möchte ich auf eine ganz große Heilige eingehen, eine absolut aufgestiegene Meisterin. Und da durften wir heute ein Channeling, das heißt eine Durchsage erhalten von ihr, Worte erhalten direkt. Sie hat sich wirklich spontan gemeldet, nachdem wir uns verbunden haben. In einer intensiven Meditation hat sie sich direkt gemeldet, in großer Freude. Diese Worte wird der Edwin jetzt dann vorlesen. Ich möchte noch kurz zur Einführung, dass wir ein bisschen mehr Gefühl bekommen, wer war denn diese große Heilige Hildegard von Bingen. Ich persönlich habe viele Jahrzehnte Kontakt gehabt zu ihr, in dem Sinne, dass ich sie sehr verehrt habe, dass ich wirklich auch für die ganze Familie, für meine Kinder, mich nach ihren Empfehlungen gerichtet habe, was Kochen anbelangt, was gesundes Kochen bedeutet, und sie auch immer gebeten zu helfen, wenn es darum geht, Gesundheit wiederherzustellen. Ja, und zudem haben wir beide letztes Jahr eine Reise gemacht. Ja. Und haben sie auch an ihrer Wirkungsstätte besucht. Und das war auch noch sehr intensiv, ganz speziell, wo wir dann in der Kirche waren. Eine große Kirche. Und wir hatten dann auch das Glück, dass wir dort ganz alleine drin waren. Und das war natürlich dann ganz besonders schön. Und was dann da passiert ist, ja, da kann die Antje auch noch jederzeit und gerne was dazu sagen. Ja, wir haben da eine intensive Meditation gemacht, das heißt eine heilige Messe gefeiert und haben dort also ganz besonders schön und tief meditieren dürfen. Jetzt berichte ich über das Leben von der Hildegard von Bingen. Und das habe ich auch im Internet recherchiert, habe besonders schöne Infos, die ich da gefunden habe, möchte ich euch jetzt weitergeben. Die Hildegard wurde geboren im Jahre 1098, vermutlich in Bermersheim, als 10. Kind einer adligen Familie. Und 14-jährig wurde sie bereits Benediktinerin. Und bis zu ihrem 43. Lebensjahr führte sie ein völlig verborgenes Leben. War natürlich nicht erstaunlich in jener Zeit als Frau. Doch sie schreibt selbst, schon als Kind erlebte sie erstaunt eine besondere Fähigkeit. Und sie selbst sagt dazu Folgendes. Also ihre Worte, Zitat: Schon als ich im Schoß meiner Mutter heranwuchs, vom Hauch Gottes lebendig gemacht, hat er mir dieses Schauen eingeprägt.
Als ich 3 Jahre alt war, schaute ich ein so helles Licht, dass ich innerlich erzitterte. Weil ich aber noch so ein kleines Kind war, konnte ich nicht darüber sprechen. Bis zum 15. Lebensjahr schaute ich vieles und manchmal erzählte ich es einfach. Aber jene, die es hörten, wunderten sich sehr darüber, woher ich das alles wisse und woher es komme. Nun wunderte ich mich selbst darüber, dass offenbar nur ich diese Schau hatte. Daraufhin schwieg ich über das, was ich schaute, so gut ich konnte. Ja, und im 43. Lebensjahr hörte sie den Ruf Gottes, der ihr anwies, zu sagen und aufzuschreiben, was sie innerlich geschaut hatte. Sie weigerte sich jedoch zunächst, weil sie erfahren hatte, dass die Menschen über sie spotteten und sie als verrückt erklärten. Erst durch eine Krankheit gezwungen, begann sie ihr erstes Visionswerk, Scivias, Wisse die Wege. Im Jahr 1150 gründete sie ihr eigenes Kloster auf dem Rupertsberg bei Bingen. Und hier entfaltete sie ihr reichhaltiges Lebenswerk mit vielen Büchern, die sie niederschrieb. Sogar im Alter von 60 Jahren begann sie, Missions- und Predigtreisen zu unternehmen. Nach einem sehr belasteten Konflikt mit dem Mainzer Domkapitel starb sie am 17. September, eben ihr Gedenktag heute, im Jahre 1179 in ihrem Kloster Rupertsberg. Hildegard ist eine Visionärin und Mystikerin. Sie wird bezeichnet als Prophetissa Teutonica, die deutsche Prophetin. Sie ist die bedeutendste Frau des christlichen Abendlandes in jener Zeit, als Ärztin, Naturforscherin, Politikerin, Musikerin, Theologin und Kosmologin bekannt. Sie hatte einen besonderen Zugang zu der geistigen Welt Gottes, da sie, wie sie selbst erklärt, mit der Begabung der inneren Schau ausgestattet war. Sie schaute mit den inneren Augen ihrer Seele und hörte mit dem inneren Ohr, bei wachen äußeren Augen und Ohren. In dieser Schau wurden ihr die Geheimnisse Gottes, des Menschen, des Kosmos, der Natur und der innere Sinn der heiligen Schriften durchscheinend klar. Hildegard sieht in ihrer inneren Schau Gott immer als das überhelle, ursprungslose Licht, das heißt ohne Anfang und ohne Ende, von dem alle anderen Lichter ihre Leuchtkraft erhalten. In diesem Licht schaut sie die Geschehnisse des gesamten Kosmos. Gottes Licht ist die lebensschaffende und lebenserhaltende Kraft in aller Schöpfung. Ein Zitat von ihr. Gottes Thron ist ja seine Ewigkeit, in der er allein sitzt. Und alle Lebewesen sind gleichsam Funken der Strahlung Gottes. Und eine Anmerkung dazu. Wir selbst besitzen ja diesen göttlichen Funken in unserem Herzen, das uns aus dem Herzen Gottes geschenkt wurde. Und sie hat gesagt, alle Lebewesen sind Funken der Strahlung Gottes. Im Mittelpunkt des Kosmos aber steht der Mensch, der ein Kosmos im Kleinen ist.
Und das bedeutet, Mikro- und Makrokosmos sind eins. Sie sagt weiter, es geht ein Weg vom Herzen des Menschen zu den Geschöpfen, also in die Schöpfung hinaus. Das bedeutet, wir sind mit allem verbunden. Alles ist mit allem in Verbindung. Und weiter sagt sie, dem Menschen hat Gott die Verantwortung für die Welt übertragen. Für den Menschen hat Gott das Weltall geschaffen, weil er wusste, dass sein Wort in Jesus Christus Mensch werden soll. Und sie sieht dieses Antlitz der Liebe von Jesus heller leuchten als die Sonne. So viel zu einer Beschreibung ihres Lebens. In unserer heutigen Mittagsmeditation, die wir durchgeführt haben zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, hat sich dann die heilige Hildegard hier in diesem Raum gemeldet durch Antje Kyriadeva. Und so darf ich euch die Worte geben. Geliebte Lichtseelen dieser Erde, dies ist die heilige Hildegard von Bingen. Es ist für mich eine große Ehre und Freude, dass ihr mir heute diese heilige Messe widmet, die ihr jetzt gerade feiert, die ihr aus eurem tiefsten Herzen heraus feiert. Ich bin eine der großen Lichtwächterinnen für Deutschland und deutschsprachige Länder. Genauso wie in Frankreich die große Lichthüterin mit ihrem Lichtschwert Jeanne d'Arc, so wie Jeanne d'Arc für die Freiheit ihres Landes Frankreich kämpfte, so kämpfe ich mit den Waffen des Geistes für die Wahrheit. Meine Liebe zur Wahrheit Gottes war übergroß. Dafür riskierte ich immer Leib und Leben, denn ich war in meinem Herzen der Wahrheit aus dem Göttlichen verpflichtet und hatte mich der Wahrheit hingegeben. So wie es aus dem Herzen Gottes gewünscht war, stellte mich der Wahrheit aus dem höchsten Licht immer als göttlicher Kanal zur Verfügung. Ihr könnt mich daher rufen, wenn es um die Frage geht, ist es Wahrheit oder Täuschung? Ich möchte eure Lehrerin sein und nehme euch in meiner Lichtschule der Wahrheit auf. Ruft mich ebenso als mächtige Lichthüterin dieses Landes. Ich besitze große Vollmachten, wenn es darum geht, Lüge und Betrug, Illusion und Täuschung zu vernichten, weil ich mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Leben immer für das Göttliche und Ursprüngliche, für die reine Wahrheit aus dem höchsten Licht einstand. Selbst wenn ich große Widerstände erfuhr. Die Widerstände kamen insbesondere, wie ihr euch denken könnt, aus den kirchlichen Reihen, von jenen, die glaubten, über mich bestimmen zu können und außerdem bestimmen wollten, was durch mich gegeben werden sollte. Doch der Heilige Geist Gottes fand Mittel und Wege, mich an die Position zu setzen, wie es dem Herzen Gottes gefiel. Und dies ist ein erster Teil der Botschaft der heiligen Hildegard. In diesem Lichttempel
öffnet sich das mächtige Portal zu den lichten Dimensionen, in denen die heilige Hildegard jetzt lebt und für diese Erde wirkt. Und so bitten wir sie, in unsere Präsenz zu treten mit den Herrschern des Himmels, umgeben der Engel, ja auch umgeben von Mutter Maria, vielen erleuchteten Wesen, Aufgestiegenen und all jenen, die sie zutiefst verehrte, als sie noch lebte. Und wir bitten sie, dass sie in uns jetzt einen ebenso erleuchteten, lichtvollen Kanal errichtet, in unserer Pranoröhre, in unsere Innerlichkeit hinein. So lichtvoll, leuchtend und voll der göttlichen Wahrheit, wie sie es erleben durfte. So kommt die heilige Hildegard von Bingen mit ihrer ganzen Lichtmacht, Lichtpräsenz und ihrer Liebe zum Herzen Gottes, zu jedem Einzelnen jetzt und hier. Und auch jetzt spricht sie wieder, Geliebte, es ist mir eine so große Freude und Ehre, unter euch Menschen und zu weilen und mit euch zu wirken. Mein Kanal war unendliche Reinheit, voll des Lichtes aus der Quelle, aus dem ursprünglich einen Ewigen, aus dem höchsten Thronraum. Und dieses Licht ergoss sich, entzündete sich gleich Lichtblitzen in meiner Innerlichkeit. Dieses Licht der Erleuchtung wurde mir zuteil, damit ich die Menschen leiten und führen sollte. Und so entzünde ich dieses Licht der Erleuchtung, dieses Licht der Wahrheit in dir. Ich reinige dein Kronenchakra von aller Täuschung, Lüge und Betrug und entzünde das Licht der ursprünglichen Wahrheit direkt aus der Quelle kommen. Gleich Lichtblitzen in deinem Kronenchakra, damit du direkt verwoben und verbunden bist mit dem Reich der göttlichen Wahrheit. Dasselbe geschieht in deinem geistigen Auge. So wie ich geistige Schauungen aus der Gnade Gottes erhalten durfte, direkt aus dem Heiligen Geist, als Geschenk schon in die Wiege gelegt erhielt, so darfst du bitten, dass sich dein geistiges Auge öffnen und erweitern möge und das Licht meiner Erleuchtung entzünde ich jetzt in deinem geistigen Auge, damit du unterscheiden kannst Wahrheit und Betrug, Wahrheit und Liebe, Lüge, und du so in der Liebe Gottes bewahrt bist. Diese Schauungen werden und diese Öffnungen werden immer mehr um sich greifen auf der ganzen Erde. Je stärker die Dunkelheit aufbegehrt, umso intensiver wird sich das Licht
zeigen. Bitte jedoch um die Kraft der Unterscheidung. Rufe mich. Heilige Hildegard, komm zu mir. Hilf mir, dass ich erkenne, was ist die göttliche Wahrheit. Das heißt, eine übergeordnete Wahrheit. Die reine Wahrheit aus der göttlichen Schau der Dinge. Jenseits des menschlichen Verstandesdenkens gibt es eine übergeordnete Schau. Gleich Lichtblitzen entzündet sich die göttliche Wahrheit in deinem Halschakra, damit du die Worte erkennen kannst, in welchem Geiste sie gesprochen sind. Welcher Geist spricht durch diesen oder jenen Menschen zu mir? Und spricht er Worte der Wahrheit oder Worte der Liebe? Worte, die aus seinem inneren Herzen, seiner inneren Wahrheit emporsteigen? Oder ist er ein Instrument niederer Kräfte? Sei auch du jetzt ein Kanal des reinen göttlichen Geistes. Bitte mich, dass ich dich forme zu diesem Kanal des reinen göttlichen Geistes, so wie ich es war. Denn meine Reinheit war gleich einem Seraphim. Lichtblitzen gleich öffne ich dein Herz für die göttliche Wahrheit, damit du in deinem Herzen wahrnehmen und fühlen kannst. Wer ist im Herzen und spricht aus der Liebe, aus der göttlichen Liebe, aus der übergeordneten und reinen Liebe? Ich entzünde diese Wahrhaftigkeit des Herzens in dir, die reine Herzensintention, damit du erkennst, wer in reiner Intention aus dem Herzen wirkt und spricht. Und dass du selbst in dieser reinen Herzensintention immerwährend bist. Denn dies bedeutet Glückseligkeit des Himmels. Dann erfasst dich der Heilige Geist in Vollkommenheit. So wie es bei mir tat. Denn das, was mir zu jener Zeit als einzelner Mensch, als große Ausnahme geschenkt wurde, soll nun der goldenen Zeit ergossen werden über die Kinder des Herzens Gottes, jene, die sich in Wahrhaftigkeit und in Liebe öffnen, so wie du jetzt. Und ein Lichtblitz gleich öffnet sich der Kanal in deinem Solarplexus, damit du immer in der Strahlkraft des Göttlichen bleibst, immer durchstrahlt und durchströmt bist direkt aus der ewigen Quelle, aus dem Thronraum. Und so entzündet es sich in deinem Sakralchakra, damit alle deine Werke aus der Quelle entzündet sind und du mit der ganzen Schöpfung als ein Lichtmensch, als ein göttlicher Mensch in Reinheit und Liebe verbunden bist. Und dies geschieht in deinem Basischakra. Lichtblitzen gleich entzündet sich die Erleuchtung bis in dein Basischakra.
Und so bist du verbunden und verwoben, so wie es sein sollte, als Lichtschöpfer der neuen Erde, der neuen Zeit. So ist es. Liebe Hildegard, ich danke dir im Namen aller für diese geführte Heilmeditation. Es war so enorm, was du uns jetzt gesendet hast. Und du bist sicher auch nicht alleine gekommen. Und ich habe jetzt mal eine persönliche Frage an dich, wenn du erlaubst. Möchtest du uns allen hier etwas erzählen zu deiner persönlichen Beziehung zum Erzengel Raphael? Erzengel Raphael, der im göttlichen Strahl der Heilung wirkt, wirkt nicht nur im Strahl der Heilung, sondern als der Bote Gottes. Und als dieser ist er mir begegnet. Ist der Bote der Liebe Gottes. Denn aus der Liebe heraus wird alles geboren. Und aus der Liebe kommt die Heilkraft und die Heilung. Und sein mächtiger Segen ist bei jeglicher Heilung mit dabei. Denn er ist ein Urengel. Ein Erzengel, der bedeutet, aus dem Ursprung der Schöpfung kommend, aus der Quelle direkt kommend, mit dem Auftrag, die Schöpfung immer in der Heilkraft zu bewahren. Und dies bedeutet, dass immer alles heil ist. Und geheiligt ist. Und durch diese Heiligung, die Erzengel Raphael vornimmt, ist er bevollmächtigt, alles Dunkle und Verdunkelnde aus dem physischen Körper zu nehmen. Mit dieser heiligenden Segenskraft nimmt er in einem einzigen Flügelschlag Dunkles und das, was den Körper verdunkelt hat, aus ihm heraus. Und dies bewirkt dann im Augenblick die Heilung. Es braucht dazu ein tiefes Vertrauen in die Lichtmacht und die Heilkraft Gottes, die Erzengel Raphael direkt verkörpert. Dieses tiefe Vertrauen ist vielen Menschen verloren gegangen, weil sie wissenschaftsgläubig wurden. Und solche geistige Kräfte, wunderwirkende Kräfte, verbannt haben. Sie wurden programmiert und gechippt. Und ich kann dies sehen. So könnt ihr mich bitten, geliebte heilige Hildegard, schenke mir die Wahrheit Gottes, das heißt, jenseits all dieser Programmierungen des Verstandes, damit die Heilkräfte und die Heiligungen durchdringen können. Denn ihr selbst habt die Mauern errichtet und ihr selbst könnt bitten, dass die Mauern niedergerissen werden. In Gott ist alles möglich im Augenblick.
vielen Menschen konnte ich in jener Zeit sofort helfen, im Augenblick, weil sie vertrauten, dass ich geführt war, direkt geführt war, dass ich ein Werkzeug des Göttlichen war. Und so habe ich mich betrachtet als ein Werkzeug des reinen göttlichen Geistes. Habe mich so hingegeben, dass ich direkt geführt wurde. Und darauf vertrauten die Menschen und dadurch konnte Gott direkt heilen. Direkt eingreifen. Und genauso ist es mit Erzengel Raphael, der ja direkt aus dem Göttlichen eingreift, 1:1. So kann ich nur sagen, vertraut. Und wenn euch das Vertrauen fehlt, es ist mehr als Glaube, es ist Gewissheit in euren Herzen, dann bittet darum, dass die Widerstände und die Blockaden zu dieser absoluten Gewissheit in euch gelöscht werden. Tiefes Herzensverbindung hatte ich auch zu Erzengel Gabriel, dem Götterboten, der die Botschaft Gottes bringt. Ich habe ihn immer um Schutz angerufen, dass die Botschaften in großer Reinheit geschehen sollten. Und so hat Erzengel Gabriel meinen göttlichen Kanal immer vorbereitet, damit ich direkt das Licht aus der Ursprünglichkeit empfangen durfte. Und meine Schauungen wurden praktisch wie von ihm selbst vorhergeschaut, dass alles in großer Reinheit sich ergießen konnte durch meinen Kanal. Nun, geliebt, ich hatte auch nicht so viel Ablenkung wie ihr in dieser Zeit. Deshalb habe ich mich auf diese Schauungen in meiner Innerlichkeit gestützt und habe diesen Schauungen großen Raum an Zeit großen Raum investiert und geschenkt. Es war mir die größte Freude, in diese Schauungen einzutauchen, in diese göttliche Fülle. Und auch ihr könnt dies für euch erbitten und erwünschen. So ist es. Liebe Hildegard, du hast in deinem Leben im 12., 13. Jahrhundert sehr viel den Menschen gegeben zum Thema körperliches Wohl und Gesundheit. Hast du sehr viel Zeit investiert. Warum hast du dies so getan? Hat dich das besonders interessiert oder war dort, wo du lebtest, ein großer Mangel? Es war weder das eine noch das andere, sondern es war mir direkt geschenkt aus dem Geiste. Wohl hatte ich große Freude an den Kräutern und all dem, was so wuchs in meiner Umgebung. Und es war mir ein Bedürfnis, den Menschen mehr weiterzugeben aus der Weisheit der Schöpfung, aus der Heilkraft, die in der Schöpfung verborgen liegt. Denn ich wusste aus dem Geist Gottes, dass in seinem Garten für alles ein Kraut gewachsen ist.
Also wollte ich und wünschte mir zu ergründen die Heilkraft, die in der Schöpfung, die Gott selbst in die Schöpfung hineingewoben hatte, hineingelegt hatte von Anbeginn. Es sollte ja für alles gesorgt sein. Deshalb war es ja ganz klar, dass gerade für den Menschen in besonderer Weise gesorgt war. Und diese Weisheit, die in der Schöpfung liegt, diese unermessliche, unerschöpfliche Weisheit, sie wurde mir zu einem kleinen Teil offenbart. Und es war auch der Wunsch Gottes, dass die einfachen Menschen, die nur die Früchte, die Kräuter ihrer direkten Umgebung zu sich nehmen konnten, das, was eben gerade wuchs in jener Zeit, dass sie darüber informiert wurden, dass für sie gesorgt war, dass einfach alles da war, was ihnen Heilkraft schenken konnte, auch in der Nahrung, dass mehr Bewusstsein darauf gelenkt wurde, wie vollkommen und wundervoll doch die Schöpfung eingerichtet ist. Und dass wirklich für alles gesorgt war, dass das Herz Gottes sich ergossen hat in die ganze Schöpfung, in unermesslichem Reichtum und Vielfalt. Und dass für alles gesorgt war, für alle und alles Gute da war. Und so wurde mir die Weisheit Gottes, die in der Schöpfung, in jeder Pflanze, in jedem Kraut hineingewoben war, wurde mir mitgeteilt und zuteil, dass ich es den Menschen weiterschenken sollte. Diese Weisheit reicht bis in die heutige Zeit. Denn die Weisheit wurde über Jahrmillionen schon ergossen. Du hast uns heute Mittag Folgendes gesagt. Es ist der Wunsch Gottes, dass die Gabe, die mir damals geschenkt wurde, jetzt multipliziert wird und sich tausendfach, millionenfach der Heilige Geist über seine Kinder ergießt. Ihr könnt mich bitten, dass ich euch die Gnade des Heiligen Geistes, ebenso wie sie mir zuteil wurde, dass diese Gnade sich auch über euch ergießt. Ich möchte für euch eine besondere Fürbitterin für die Talente und Fähigkeiten des Heiligen Geistes sein. Ja, geliebte Lichtseelen, die ihr jetzt schon die neue Zeit einläutet. Ich habe, nachdem ich in die höheren Dimensionen aufgestiegen bin, auch dort eine Lichtschule errichtet. Eine Lichtschule der Freude, der Wahrheit und der Talente und Fähigkeiten, die mir zuteil geworden waren in meinem Erdenleben. Und es wurde mir mitgeteilt, dass ich auf besondere Weise geführt wurde, wie selten es einem Menschen möglich ist, weil ich eine besondere Herzensreinheit, weil ich mit einer besonderen Herzensreinheit zur Erde gekommen war. Und diese Herzensreinheit dann auch bewusst, ich wählte es, sie zu leben. So manch ein Mensch kommt mit Herzensreinheit zur Erde, doch es ist wichtig, diese Wahl auch zu treffen. Und ihr könnt diese Wahl heute treffen, dass ihr in dieser Herzensreinheit leben wollt. Denn dann kann sich und will sich auch der Geist Gottes in euch ergießen. Und es wollen sich
die Talente und Fähigkeiten des Geistes, der Geistigkeit oder wie ihr heute sagt, der Spiritualität in euch eröffnen, sich in euch entzünden und durch euch wirken für die Menschheit und die Erde. Denn diese Zeit ist jetzt da, es wurde prophezeit. In jener Zeit wird sich der Geist Gottes ergießen über alle Menschen. Diese Zeit ist jetzt da. Und der Geist Gottes sucht sich jetzt die Seelen, die bereit sind, sich dafür zu öffnen und sich hinzugeben. Dies geschieht gerade jetzt in dieser Zeit. Es ist, ihr würdet sagen, die Endzeit oder der Beginn der neuen Zeit, in der es sich zeigt und weiß, in welchen Menschen kann die Liebe und das Licht Gottes eintreten und wirken. Und das bist du. Jeder Einzelne hier, jeder Einzelne ist jetzt in diesem geistigen Strom. Entscheide dich in deinem Herzen, in der Reinheit deines Herzens, sage ja. Ich bin bereit. Weitere Worte von der heiligen Hildegard in der heutigen Mittagsmeditation sprach sie: Ich bin eine Lichtwächterin der göttlichen Wissenschaft. Ich wirke und diene gerne dafür, dass die Wissenschaft wieder mit den geistigen Wissenschaften und dem höheren Lichtbewusstsein vereint wird, dass die Wissenschaftler ihre Erkenntnisse aus dem höheren Licht empfangen und der Menschheit wahren Fortschritt bringen. All jene, die Genialität auf die Erde brachten, wurden aus dem Geist Gottes dazu berufen. Dies soll die neue Zeit einläuten. Ihr könnt mich rufen, dass noch mehr Erkenntnis aus dem Geist Gottes in die Wissenschaft einfließen möge und so eine machtvolle Evolution, ein Evolutionssprung für die ganze Menschheit vollzogen wird. Dies geschieht, wenn der Geist Gottes sich wie in einer Hochzeit mit dem menschlichen Verstand verbindet, sich der Verstand öffnet und dadurch Weisheit und Wissenschaft, Spiritualität und Herz zusammenfließen. Ihr seid die Christus-Lichtmenschen und Lichtschöpfer dieser neuen Zeit, des sagenhaften goldenen Zeitalters, welches sich jetzt für euch eröffnet und in euren Herzen bereits göttliche Wahrheit ist. Ich bin hier in den lichten Dimensionen, aus denen ich wirke, eine Weisheitslehrerin und eine göttliche Wissenschaftlerin. In diesem Sinne könnt ihr mich als Lehrmeisterin eures Herzens, eures Geistes und Verstandes rufen und als Lichtwächterin für euer Land, für eure Länder. Und dieser Segen ergeht jetzt über euch alle und über eure Länder. Ihr könnt heute für eure Länder bitten, was euch am Herzen liegt. Es wird gehört, denn heute ist mein Gedenktag und der Himmel ist geöffnet. Das Portal zu den höheren Dimensionen ist geöffnet. Ich
bin heute die Torhüterin zu den himmlischen Paradiesreichen und Gefilden. Und lass diese Reiche und Dimensionen sich ergießen über euch und euer Land und die Menschheit. Als Lichthüterin, Lichtwächterin eures Landes, eurer Länder, trete ich heute vor den göttlichen Thron, für den ich auf Erden alle Tage meines Lebens wirkte, mich hingab, als ein reines Werkzeug. Und ihr dürft mit mir gemeinsam nun bitten, was euch am Herzen liegt. Liebe Hildegard, ich bitte heute dich im Besonderen darum, dass die vielen guten Menschen auf der Erde aus der Unwissenheit herausgeführt wird, dass sie herausgeführt werden aus der geistigen Sklaverei in die göttliche Wahrheit. Das bitte ich heute aus tiefstem Herzen. Und dies ist dann möglich, wenn sie tief in ihrem Herzen sich nach der wahren göttlichen Liebe sehnen. Und wenn es ganz geheim ist, ihr sagt in eurer Herzenskammer, wir Lichtwesenheiten können jedes einzelne Herz durchleuchten und erkennen ganz tief in ihnen ihre wahrhaftige Herzensintention und Entscheidung. Es braucht diese Entscheidung, diesen Wunsch, diesen Herzenswunsch, diese Sehnsucht nach dem Göttlichen. Und nach der reinen Liebe. Und dann können wir wirken und ihre Herzen öffnen. Es braucht diesen zündenden Funken ganz tief in ihnen, damit wir ihn zu einem mächtigen Liebesfeuer entfachen können. Heute entzünden wir alle Funken, alle Seelenfunken, Herzensfunken in den Menschen mit unserem mächtigen Liebesfeuer und dem Licht der göttlichen Wahrheit. All jene, die sich noch einen Funken bewahrt haben, werden dies heute erfahren dürfen.
dieser mächtige Segen, der sich jetzt ergießt. Dem schließen wir uns an und segnen gemeinsam mit der heiligen Hildegard, mit ihren Vollmachten, die Menschheit und die Erde. Im Namen der höchsten Lichtmacht, im Namen von Vater und Mutter Gott, der Söhne und Töchter Gottes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehe, Asche, Ehe. Ehe, Asche, Ehe. Ehe, Asche, Ehe. So haben. Heilige Hildegard bedankt sich herzlich für unser Mitwirken, für diese Aufmerksamkeit, für die Liebe zum Himmel, die wir in unserem Herzen entfachen. Und sie sagt, sie will uns gerne alle in ihrer Lichtschule aufnehmen. Und sie ist auch weiterhin für uns da, nicht nur an diesem einen Gedenktag im Jahr, sondern sie freut sich, weiterhin mit uns im Herzen verbunden zu sein, eins zu sein. Tiefsten Herzensdank für diese Worte. Sie sagt ja, wir sollen ja heute auch alle Menschen anempfehlen, die krank sind. Oder uns selbst, wenn wir irgendwelche physischen Themen haben, weil sie besondere Vollmachten besitzt, hier zu wirken. Und das dürfen wir tun. Und dann werden wir auch gleichsam in ihr himmlisches Gesundheitstempel entrückt. Das heißt, sie wird dann all diese Seelen, die wir anempfehlen, heute Nacht in ihren Heilungstempel mitnehmen. Ein Heilungsschlaf darf geschehen. Dann werden die Heilungsfrequenzen eingestrahlt. Ja, aus tiefstem Herzen vielen Dank für diese Einladung. Vielen Dank und eine wunderschöne Nacht im Heilungstempel von der heiligen Hildegard. Das wünsche ich euch auch und ich glaube, sie ist eine ganz große Lichtärztin. Dann sehen wir uns wieder am Sonntag um 11 Uhr zur nächsten Friedensmeditation. Und bis dahin wünsche ich euch beste Gesundheit. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss dann.